Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Odyssey Lost und ich begrüße euch zurück zum zweiten Teil von Let's Play Fist of the North Star Lost Paradise. Letztes Mal haben wir den Prolog beendet und ich denke mal, wir können uns das hier nochmal, dass wir uns hier nochmal die Story-Szenen anschauen können, aber das wollen wir nicht. Ich muss mal eben die Speicherdatei auswählen. So, das haben wir jetzt gemacht und es geht jetzt weiter mit Kapitel 1, City of Miracles, Stadt der Wunder. Wir haben die wunderbare Stadt letztes Mal erreicht und nicht nur wir, sondern scheinbar auch jede Menge andere Menschen. Oh. Hey, da ist ein Kind. Das kriegt sehr viel Fokus. Okay, was macht ihr? Ihr werdet uns doch jetzt nicht alle erschießen, oder? Die Gerüchte stimmen nicht, dass alle reingelassen werden. Loading screen. Oh, we all love the loading screens. Keep rolling. Oh, gerade waren es aber noch mehr. There's something I want to ask you. What do you want? Is that supposed to be the City of Miracles? Yeah. Oh, okay. You came chasing the rumors too, huh? Yep. Well, there it is. Welcome to Eden, the City of Miracles. Oh, okay. Die Stadt heißt also Eden. But you won't find any miracles out here. This nette blaue Haare. Never get. What do you mean? We can't get in. No one can. Eden's okay. On the other side of those huge damn walls, and they're not letting anyone through. That crowd over there? They're all people who came looking for their miracle. This was their last hope. All they can do is beg and scream. Naja, man muss ja natürlich schon ein bisschen aufpassen. Man kann nicht alle reinlassen. You think I'd still be out here? You won't get anywhere with the guards. They don't care. Bribes, tears, nothing gets through to them. Auch pressure points. Some other entrance, but it's just walls everywhere, and nobody can sneak past all those guards. I came because I heard they had more than enough for everyone. And now naja, aber wenn alle kommen, here, dann hat man nicht mehr genug für alle. They'll never get in. City of Miracles, my ass. I'm done waiting around. I'm better off moving on. If you're smart, you'll do the same thing. Nein. Aber danke für den Hinweis. There's das werden wir nicht I have tun. To do here. I need to get in. Well, kannst du nicht die Wand einschlagen? Try. But you'll see what I mean soon enough. Head to the gate. Und es sind auf einmal mehr Menschen erschienen. Action Icons. Okay. It's all over. Hast du Geld für mich? Ah, ist ein Speicherplatz. Okay. Na. Speichern wir mal ganz schnell. Ich weiß, ihr werdet das jetzt nicht sehen. Für euch ist immer nur so ein schwarzer Bildschirm. Das ist irgendwie ganz komisch bei der PlayStation 4, wenn man die Share-Funktion benutzt. Irgendwie haben sie Angst, dass man, keine Ahnung, was auch immer. Ja. Dauert ganz schön lange. Okay. Sonst noch irgendwas?
vielleicht hier ist Treasure? Nein. Kann ich auch rennen? Nein, aber ich habe ja letzte Mal noch etwas bekommen. Und zwar ein Body-Dingsbums. Ein Body-Orb. Damit kann ich hier einen orangenen aufmachen. Und ja, noch mehr Angriffspunkte. Angriffspunkte, Alter. Sind wir bei Yu-Gi-Oh! Oder was? Und ich habe eine Trophäe bekommen dafür, dass ich 3 Fähigkeiten freigeschaltet habe. Denn will keiner mit mir reden? How does this guy do it? Do what? Dann gehen wir halt zur Tür direkt. Ah, ich glaube, dir kann ich reden. Yes. Ah. Hört sich an wie die Schreibmaschine aus Resident Evil. Okay, ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, was Scrawnian Skittish heißt. Aber mit einer Karte kommt man wohl rein. Hm. 3 Tage stehst du hier schon. Wir haben etwas rausgefunden. Warum steht die jetzt auf einmal hier unten? Is this the entrance to Eden? That's right. I heard we're not allowed in. You heard right. Nobody gets in without a permit from our ruler. If you don't have that, you're staying aber here. Aber wie soll man denn kriegen, wenn man nicht reinkommt? Also, I don't have anything like that. Well then, doesn't sound like you're getting in. Move along. I'm just looking for someone. I don't need your food or water. Are you still going to shut me out? Yeah. I don't care why you're here, stranger. No permit, no entry. A rule is a rule. Just don't make this harder than it has to be, please. Nobody's sneaking into Eden on our watch. Plenty have tried, they're rotting in the cells. So keep your hands to yourself and we won't have to arrest you. Aber unless you'd prefer to enter Eden as a prisoner. Na, immerhin, ne? Und dann mache ich ein paar Attacken gegen die Stangen und dann bin ich drin. Naja, dann gucken wir mal weiter. Ja, oh, ich verstehe euch. Hallo? Will noch irgendjemand mit mir reden? Er. Hey. Das. Ah, mein Händler. Das ist eine coole Mütze auf, die möchte ich auch gerne aufhaben. Wir sind kein Shiro, wir geben nicht auf. Aber gut zu wissen. Ist das anyone? Wo denn? Hier noch jemand was? Oh. Hey, Buddy! Klingt nach einer Falle. Ja, das klingt nach einer. Das klingt definitiv nach einer Falle. Genau. Okay, Sklavenhändler.
Oh, Entschuldigung, das gerade war zu schnell. Okay, hier gibt es so mehrere Armeen. Ein Juwel. Okay, wo kriegen wir denn jetzt ein Juwel her? Okay. Okay, dann fragen wir doch mal den Merchant, der ein Juwel hat, ob er ein Juwel für uns hat. Nicht du, sondern du warst der Merchant, der Händler. Ein paar Fetch Quest. Huh? Nicht verraten, was er dafür haben will. Oder was du dafür kriegst, besser gesagt. Nope. Dann hast du meine Zeit verschwendet. Dann hast du meine Zeit doch nicht verschwendet. Alte Lady. Okay. Yeah. Okay. Ja, das sind ganz viele Fetch Quests. Meine Güte, ich kann es nicht aussprechen. Ah, jetzt kann ich mit dir reden. Okay. Hello. Was los, Broy? Nein, den helfen wir. Wir sind nett. Magic Man! Lint Receive, okay. Und du auch. What? Ach, ich hab Jerky. Gib mir ein bisschen Jerky. Yeah. Und was gibst du mir? Auch Flint? Yeah. Naja, Geld macht wohl hier nicht mehr so viel Sinn in einer postapokalyptischen Welt. Naja, wie gesagt, macht keinen Sinn. Geld ist nicht alles, meine Kinder. Ja. Trotzdem haben wir es. Und dann gucken wir mal weiter. Und was kann ich für dich Gutes tun? Ah ja. Magic Man ist wieder on the way. Okay, und dann helfen wir ihm doch. Okay, was gibst du mir? Ah, das ist das Jerky, was ich gerade getauscht habe. Okay. Hier noch irgendjemand? Ja, da ist noch einer. Ein paar minimale kleine Sidequests. Womit wir. Und auch ihnen helfen wir. Magic Man, lass deine Magie wirken. Aber ich denke mal, wir können damit gut unser Inventar auffüllen. It's amazing! Okay, was gibst du mir? Rock Hard Bread. Okay.
ziemlich hartes Brot. Noch jemand? Okay. Es ist nicht mal gebrauchsfähig als Toilettenpapier. Okay. Gut. Danke. Au. Okay. Boah, Leute. Gut, gehen wir jetzt zur alten Frau. Genug rumgedödelt. Okay, ich habe mit 10 Leuten geredet und ja, hab dafür eine Trouvée bekommen. Okay. Yes. Oh, das ist nett, Kenshiro. Das ist interessante Haarfarbe, alte Lady. Noch mehr Fettquests! Jetzt habe ich absichtlich so genannt. Okay, was ist denn sein Lieblingsessen? Bestimmt Beef Jerky. Meat. Okay. Weiches Fleisch müssen wir ihn also besorgen. Okay. Ja. Ich glaube. Geht's immer noch nicht besser? Die habe ich doch gerade schon geheilt. Jetzt blendet die Sonne. Okay. Dann machen wir das gleiche noch mal. Wieder Flint bekommen. Okay, ich glaube, die kommen immer wieder. Okay. Auch die Sonne tut ihm weh. Gibt er mir denn jetzt den Briefkasten wieder? Ne, der Briefkasten war von dem reichen Typen. Ja. Das weißt du auch eigentlich schon, weil ich das schon mal bei dir gemacht habe. Und was nehmen wir denn mal Jerky? Okay. Gut. Dann gehen wir zum Merchant. Wo ist er nochmal? Da ist er. Oh? I wasn't doing Browns! No. Nein. Yeah. Ich erinnere mich an diese eine Show in, die habe ich glaube ich auf Netflix oder gesehen, über so eine Familie, die in Alaska wohnt und dann auch, irgendwie die ganze Zeit immer so Sachen eintauscht, um dann irgendwie das Haus zu bauen oder den Generator. Es fühlt sich irgendwie gerade so ein bisschen danach an, weil es sind ganz schön viele ich kann dieses Wort einfach nicht, diese zwei Wörter nicht aussprechen. Fetch Quests. Okay. Dann was will er denn? Ja. Yeah. Das können wir doch mit unserer magischen Hand. Hm. Okay, manchmal treffen wir Leute, die irgendwas haben. Okay. Also, wie wir es gerade eigentlich schon gemacht haben, müssen wir das jetzt nochmal machen. Ja. Yeah. Dann probieren wir es doch einfach mal aus. Show me your back.
Heilungsattacke. Ja, manchmal könnte ich sowas auch gebrauchen. Obwohl, so oft habe ich jetzt auch kein Problem mit Rückenschmerzen. Dankeschön, er gibt mir also sein Hundefutter. Premium Hundefutter. Nein, nein, Kenshiro, du hast ihm schon genug gegeben. Du hast ihn geheilt. Holla. Okay, also wir können auch Gegenstände, wie wir es eigentlich auch schon gemacht haben, eintauschen. Und dieses Hundefutter ist ziemlich gut. Okay. Ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, dafür kriege ich dann Geld. Okay. Gut. Brauche ich aber noch nicht. Damit kann man sich mal in Ruhe befassen. Der junge Mann hat auch noch was zu sagen. Oder auch nicht. Ach, also mit ihm kann man auch tauschen. Gib mir ein bisschen Jerky. Okay. Mal schnell gucken, ob ich meinen Jerky denn noch habe. Ja, habe ich noch. Okay. Erstmal gehen wir der alten Dame das Hundefutter. Oh, so ein bisschen Premium-Hundefutter. Doch, eigentlich war es recht einfach. Einfach mal nichts sagen. Oh, ihre Erinnerungen an den Mann sind im Herzen, nicht im Juwel. True words, true words. Ja, wir können es gebrauchen. Okay. Extravaganta! Wir haben das Juwel. Endlich. So, die Frage ist natürlich, ob wir jetzt noch irgendwie... Okay, der wieder. Das gleiche wieder. Ja, das gleiche wieder. Wie vorhin. Bla 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 bla. Das müssen wir uns jetzt nicht alles nochmal durchlesen. Und wir kriegen wieder Flint. Okay. So, vielleicht gehe ich nochmal zu einem von dem von hier hinten. Da ist auch wieder jemand. Okay, er hat auch Magenschmerzen. Bla bla bla. Wir können den auch wieder heilen. Bla bla bla. Das gleiche. Mein Magen tut nicht mehr weh. Und wir kriegen wieder das Brot. Aber wir können leider nicht mehr tauschen. Okay, gucken wir mal, ob der Merchant für mich denn... Okay. Nee, hier kann ich nur mit Geld. Na gut. Holen wir uns jetzt unser Premium Pass. Multipass? Wer weiß. Okay. Sind wir jetzt fast mit einer halben Stunde von Fetch. Ja, ich hab's euch gesagt. Fetch Quests fertig. Hast du mir den Pass schon gegeben?
No. Nein. Thank you. Thank you. Wir haben endlich den Pass, den Einlass. Sehr schön. Oh. Okay. Ist der Fake? Ja. What? Oh, er spitzt sich zu. Okay. What? Oh, wir können prügeln! Yay! Don't you worry, child! Oder Boy? Weiß ich gar nicht mehr. Okay. Zeit für ein bisschen Action! Oh, das tut gut. Gegen Lowlife. Untouchable! Pressure Point! Ah. Sehr schön. Was? Hast du mir gerade mit deiner dämlichen Armbrust? Ah, zu spät gedrückt. Level up. Du diest. Tolles Deutsch-Englisch. What the? Boah, ich liebe diesen Kicken. Ah, B. Options, Details. Okay. Sogar mit Ranking-System. Upsi. Ja. Ja. Bin ich. That's right. No. Das heißt eigentlich, dass die ganzen diese ganze Questreihe. Haha, ich kann es auch so einfach nennen. Tja. Completely useless war. Ja. Okay. Ich weiß zwar nicht, was sich dort jetzt geändert haben soll, aber wir versuchen es mal. Aber wir beenden die Episode an dieser Stelle. What's up? Use Item Box. Wir gucken aber nochmal kurz hier rein. Also unser Inventory. Nein, noch ganz beenden tun wir es nicht, denn wir gucken uns nicht die Karte an. Achievements. Ah, okay. Achievement Completion Rate. Ah, okay. Mit 100 Personen reden. 10 Meals haben. Mhm. 20 Kilometer laufen. Also, schon eine Menge. Und Battle. Okay. Substories. Mhm. Minigames. Okay. Warte, was mit UFO? UFO Catcher? Okay. Also, ich glaube, man muss schon eine Menge machen, wenn man das Spiel auf 100% kriegen will. 80 Substories gibt es. Wir haben noch keine. Inventory. Okay. Equipment. Ja, wir können uns auch ausrüsten. Okay. Haben aber noch nichts. Aber wir haben eine neue Kugel freigeschaltet. Und hier können wir überall noch nicht weiter. Doch, das könnte ich machen. Eine Burst-Mode-Fähigkeit. Ich glaube, ich gehe jetzt mal hier unten hin.
Immer ein bisschen mehr Leben. Get alive, boy. Okay, cool. So, ja, das war's dann. Aber jetzt scheinbar nicht für diese Episode. Lol. Okay. Sehen wir eine Cutscene noch? Looks like you're just a little too slow. Da sind wieder Bösewichter. Have mercy, just spare my boy. Das muss man denken, um seine Haare pink zu färben. Son. Don't worry, buddy. Me and the boys here ain't so bad at all. Oh, dann just geben wir ein bisschen in extra Länge für diese Episode. We won't have any trouble. Thank you so much. Here. Good. Now I think you better go. Go straight to hell. Oh, 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 du. Oh, der Junge. Alter. Da ist jemand jetzt traumatisiert. There wouldn't be any trouble. Hell, that was too easy. Wake up, Dad. Ich glaube, das ist nicht mehr möglich. Don't mind if I do. Oh, I forgot. Are you still hanging around, kid? Du bist traumatisiert, Alter. Well, maybe I got a little present for you. See, I'm thinking it's about time you went to join your dad. Der Protagonist. Ooh, nice move. I've got a gift for you too. You deserve it. What the fuck's that supposed to mean? Dass du sterben wirst. You watch your step, or I'll cut you down even faster than I did the old man. Okay. What the hell? Who is this guy? I don't give my name out to trash. You think you're funny? Come on, fellas, tear him apart! Auf geht's. Ah, nochmal ein bisschen prügeln. Vielleicht besseren reinkriegen als B. Aber für sowas bin ich wirklich nicht gut. Oh, der ist tot. Oh, ihr seid. Ah. Dann haben wir hier mein. Das war. Phantom Channeling Point. Phantom Channeling Point, den ich nicht getroffen habe. Come on, let's turn. One Punch! Übrigens, den Anime gucke ich gerade. Okay. Habe ich getroffen? Nein, habe ich nicht. Weil du tot bist. Oh, herrlich. Ah, oh, herrlich. Ich wurde nicht getroffen. Yay! Na, woo! Besser als ein B. Sorry, It'll Kid. Be okay. You're safe now. Hey, dein Vater ist zwar tot, aber yay! Okay, das ist ein bisschen komisch. What? Ich habe mich erschrocken. Weil es so laut war. Es tat irgendwie den Knochen weh. Ich muss schon von hingucken. Those were martial arts, weren't they? Right. All you martial artists and your bullshit fancy moves, leaving bodies left and right. Let the bodies hit the floor. There's one thing I hate. It's a goddamn martial artist. The only good one's a dead one. Warum? Die sind doch eigentlich voll praktisch. Verbrauchen keine Munition. Captain Jagray! What's going on? What the hell happened to patrol duty?
We got this big mess, and you missed the whole thing! I'm sorry, sir. We were trying to contain the crowd, so... You're supposed to be watchmen, so guard the place! Do your damn job! Right. My apologies, sir! Jogger, Captain of Eden's Watch. Hey, cool aus. Throw this one in the cells. What did he do, sir? Ja, yeah, genau. He's a goddamn martial artist. What? Das ist doch kein Verbrechen, oder? Ich meine, ist das ein Verbrechen? Ich weiß es nicht. Ist das ein Verbrechen in der Fist of the North Star World? Entschuldigung. I can tell this guy's a menace. If we just let him wander around, we're gonna regret it. But vielleicht hat er recht. He's the one who saved the boy from the bandits. Und da hast du recht. Ha, that doesn't mean anything. Guy like this is bound to have some ulterior motive. I'm Jagray. Jagray's watch. And I'm going to lock you up for the good of the city. Just one question. Okay. Huh? This prison is inside Eden. Where the hell else would it be? Of course it's in the city. I see. That's all. Okay, guy catch zero. Ja, das wird richtig halten. Er kann Körperteile zum explodieren bringen. Explodieren. Don't worry though. I got a way to help with that. I can make a life sentence seem real short. All right, take him away. Ja, aber im Endeffekt, wir sind in der Stadt. We'll decide what to do with you by tomorrow. Don't try anything stupid. You hear me? Natürlich nicht, Bro. Game? Oh, ein Flashback. Okay, denke ich jetzt einfach mal. Especially in times like these. Muss, ja, weil ich jetzt im Gefängnis bin. To get through this chaos, Yuria. Ah. Oh ja, sie ist wirklich schön. Let's go. We will find somewhere to live in peace. Yes. Ah, da ist ja wieder Shin. To be alive. The age of might makes right. The strong can take what they want. Oh, okay, weil das ist bestimmt die Szene, wo sie entführt wurde. And so I shall take Yuria. Not today. Shin! Nanto, Inferno Slaughtering Fist! Und ich glaube, du hast Kenshiro verloren. Ah, oh, dieses Geräusch. Ich meine, ich benutze ja Kopfhörer, wo mein Mikrofon dran ist, ne? Alter! Did you really think you could ever beat me? Ja. You and I are divided by one crucial thing. Might. Ambition. Aha. Raw desire. Das sind zwei Sachen. Kannst du mich zählen? Gives me my strength, and you languish without it. Ich habe auch Ziele. Okay, mein T-Shirt ist kaputt. Okay. Yuria, tell Kenshiro how you love me. I can't. If you kill Ken here, I die with him. Oh. Aww. So you'd rather die than say it. Alter! Stop it! Aww. You. What's that? Louder! Ah! Oh, ich weiß, das tut weh, alleine vom Hinschauen. Wherever you go, I'll follow you. Oh!
Wobei, jeden Stoß hat man richtig gespürt, also ich zumindest. Ich hoffe, ihr auch. Aber jetzt weiß ich, wie er seine Punktnamen bekommen hat. Uria, are you really here somewhere? Lass uns überraschen. Not again. Okay. Ja, das hatte ich auch vor, dass ich aufs Gefängnis brechen möchte. Aber ich kann nicht speichern, aber ja, dann, weil die Episode schon fast über 40 Minuten geht, werde ich sie trotzdem jetzt erstmal hier beenden. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese etwas längere Episode gefallen. Ja, Kenshiro hat es gefallen. Mir auch. Von daher bedanke ich mich fürs Zuschauen. Mein Name ist Odyssey Lost und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Wiedersehen.